Du möchtest wissen, wo du am besten nach Spanien-Immobilien suchen kannst? Dann stelle ich dir heute einige sehr interessante Seiten vor, die du garantiert noch nicht kennst. Und ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass selbst viele Spanier diese Seiten nicht kennen. Dabei bieten sie dir einen klaren Vorteil gegenüber den klassischen Seiten, wie zum Beispiel Idealista. Und du wirst überrascht sein, was du da alles findest. Ich bin Stefanie Andres von ImmoKauf Spanien. Als spanische Rechtsanwältin führe ich dich rechtssicher durch den kompletten Kaufprozess einer Immobilie in Spanien. Wir starten mit der Seite visus.com. Das ist letztendlich auch eine Suchmaschine, wie man sie eben schon auch von Idealista zum Beispiel kennt. Aber es ist einfach nochmal eine Alternative, denn die meisten gehen direkt auf Idealista. Bei visus.com gibt es aber mindestens genauso viele Immobilien und manchmal findet man dort eben Häuser oder Wohnungen, die es auf Idealista nicht gibt. Die Eingabemaske ist ganz einfach. Hier kannst du bei Kaufen, Mieten oder Neubau. Und hier kannst du dann wieder filtern. Interessieren dich eher Häuser und Wohnungen oder lieber Gewerbe, Räume und Büros, Lagerhallen oder Industriehallen, Grundstücke, Garagen oder Abstellräume. Und hier kannst du filtern, kannst du angeben, wo du das suchst, bis hin zu einem Stadtteil sogar kannst du suchen und dann auf Buscar und dann beginnt die Suche, so wie man es eben bei allen anderen Suchmaschinen auch kennt. Aber visus.com ist einfach, finde ich, ein bisschen einfacher, übersichtlicher und eine Alternative zu Idealista. Weiter geht es mit fotocasa.es. Diese Seite habe ich ab und zu mal in einem Video benutzt, um etwas zu zeigen. Was ich dir hier aber insbesondere ans Herz legen möchte, ist folgende Funktion, die ich bisher jetzt wirklich nur bei Fotocasa gesehen habe und nicht bei den anderen Konkurrenzanbietern, wie zum Beispiel Idealista. Nämlich kannst du hier ganz direkt nach Gebäuden filtern. Also für diejenigen, die sagen, ja, ich würde schon eine größere Investition in Spanien tätigen und möchte gleich ein großes Anlageobjekt kaufen, nämlich ein Mehrfamilienhaus zum Beispiel oder ein Gebäude, wo eben viele Wohnungen an einer Stelle sind, dann wäre diese Funktion Edificio, also Gebäude, genau die richtige. Ja, dann funktioniert es wieder wie bei allen Plattformen auch. Du hast hier Kaufen, Gebäude und dann sagst du, wo du das suchst. Zum Beispiel jetzt in, keine Ahnung, in Malaga Hauptstadt suchen. Und dann kannst du hier filtern nach más baratos, das heißt die günstigsten von geringster Preis aufwärts. Und hier finde ich immer sehr schön, hast du direkt nebendran den Plan. So dass du dann, wenn du dich ein bisschen auskennst in der Gegend, kannst du sagen, nee, mich interessiert eher hier der nördliche Teil oder weiter unten. Und dann kannst du hier ganz gezielt drauf gehen oder du filterst eben, wie ich es gerade gemacht habe, mit dem günstigsten Objekt zuerst. Ja, hier zum Beispiel ein Gebäude, 60.000 oder hier. Also das ist, wie gesagt, eine Art Suchfunktion, die ich sehr praktisch finde, wenn man eben als Investor gerne in etwas Größeres investieren möchte. fotocasa.es. Weiter geht es mit ducasa.com. Also du siehst auch hier wieder, die sind von den Suchmasken her alle wieder sehr ähnlich. Aber hier ducasa.com hat einen wesentlichen Unterschied zu den anderen Seiten, nämlich der, dass du hier Objekte aus Bankenverwertungen findest. Es ist also so eine Suchmaschine, die bündelt Bankenverwertungsobjekte von verschiedenen Banken oder Servicern, wie jetzt hier Bankamat, Escoge Casa, Liceda und so weiter. Ja, die hast du da gebündelt auf dieser Seite und dann kannst du hier auch wieder suchen, entweder nach Kaufen, Mieten oder selber eine Anzeige starten. Und hier wieder filtern nach Wohnung und detailliert, entweder möchtest du nur eine Wohnung, Apartment oder du möchtest eine Penthouse-Wohnung oder ein Duplex und so weiter. Und da kannst du dann filtern und bekommst dann die Objekte angezeigt, die unter anderem eben auch von den Banken angeboten werden. Hat insofern den Charme, dass du dir sparst, auf die einzelnen Seiten der Banken draufzugehen, um Objekte zu suchen, sondern da hast du einen Großteil davon gebündelt.
Weiter geht es mit der Seite terrenos.es. Terreno ist das Wort, spanische Wort für Grundstück. Und hier findest du wirklich ausschließlich Grundstücke oder Landhäuser. Gerade für diejenigen unter euch, die auf der Suche nach einem Landhaus sind, in eher ländlichen Gegenden, ist das eine optimale Seite, weil du hier wirklich gebündelt die ganzen Angebote von ganz Spanien hast. Hier gibt es zwei sehr schöne Filterfunktionen, die ich dir zeigen möchte. Zum einen kannst du hier auswählen Terrenos, also Grundstücke, oder Casas, Häuser. Ja, kannst du hier nochmal gucken. Und hier wird nochmal differenziert. Bei Parcelas, Grundstücke sind Urbano, das ist Bauland. Urbanizable ist bebaubares Land. No urbanizable, nicht Bauland. Hier mit Wasser, mit Strom. Und es ist diese zwei Punkte finde ich super spannend, weil bei diesen rustikalen Grundstücken und Landhäusern gibt es ja auch keinen Wasseranschluss und keine Elektrizität. Und das ist aber für viele eine Grundvoraussetzung. Und dann kannst du ganz konkret nach diesen Objekten suchen, die genau diese Möglichkeiten eben haben und verlierst keine Zeit mit Durchscrollen von anderen Objekten, die gar nicht in Frage kommen. Ja? Hier unten siehst du es dann auch nochmal, wenn du sagst, ja, du würdest auch gerne mal ein Grundstück kaufen, um selber was drauf zu bauen, dann gehst du eben hier bei Urbano zum Beispiel hin oder Urbanizable und hast du hier dann die Möglichkeit, genau hier reinzugehen, zum Beispiel Grundstücke mit baulichen Anlagen schon, zum Beispiel ein Wohnhaus, das renovierungsbedürftig ist oder wo eine Lagerhalle draufsteht. Wenn du sagst, du willst gerne landwirtschaftlich tätig werden, kannst du auch hier schauen nach Weinreben, Öl, also Olivenhaine. Und hier hast du auch nochmal was von Banken. Und hier kannst du auch nach Preis filtern. Also ich finde eine Seite, die sehr schöne Suchfunktionen hat, wo man dann einfach ganz konkret gezielt suchen kann. Jetzt schauen wir zum Beispiel mal, ich würde gerne ein Grundstück haben, wo auf jeden Fall eine Elektrizität vorhanden ist. Und dann kannst du hier entweder oben genau den Ort angeben, wo du schon, wenn du schon weißt, wo, oder du filterst einfach und sagst, na, mal gucken, was es so gibt, günstig, aufsteigend. Und dann hättest du hier zum Beispiel Urbano, das ist ein Bauland. Ja. Und da beginnst dann mit den Angeboten. Und hier kannst du dann auch direkt nochmal auf der Karte schauen, welche Gegend dich interessiert. Also terrenos.es. Weiter geht es mit obrasnuevas.com, also Neubauten auf Spanisch. Denn wenn man wirklich gezielt nur eine Neubauwohnung oder ein Neubauhaus kaufen möchte, ist das eine super Seite, weil du da wirklich ausschließlich die ganzen Neubauprojekte in Spanien filtern kannst. Ja. Kannst du hier nochmal schauen, also Promociones in die Neubauten insgesamt, Pisos nach Wohnungen, nach Häusern, nach Gewerbeeinheiten. Hier sind dann teilweise auch schon die jeweiligen Provinzen oder Städte gefiltert, die Preissegment oder zum Beispiel Neubauten an der Nähe vom Strand. Ja, oder du weißt schon ganz genau, an welchem Ort du was suchst und dann gibst du es hier direkt an. Also obrasnuevas.com finde ich eine sehr schöne Seite, wenn du auf der Suche nach einem Neubau bist. Und nochmal was für diejenigen, die Landhäuser interessieren und auf der Suche nach einem besonders speziellen und exklusiven Objekt sind. Ist das eine sehr spezielle Seite, die nennt sich nämlich rusticasingulares.com. Also außergewöhnliche Landhäuser. Und das ist auch wieder eine Seite, weil die ich jetzt interessant fand, weil man hier wirklich Objekte findet, die herausstechen in verschiedener Hinsicht. Ne? Das heißt jetzt aufgrund ihrer Lage, das heißt jetzt aufgrund ihrer Ausstattung. Und dann kannst du hier ganz gezielt schauen, wenn dich eine Gegend interessiert oder wenn du sagst, ja, weiß nicht so recht, ich will vielleicht in Castellón was kaufen, dann schaust du mal, was gibt es denn da in Castellón an herausragenden Objekten und dann kommst du zum Beispiel auf dieses Steinhaus mit mittelalterlichem Flair, 295.000, 270 Quadratmeter und vor kurzem renoviert unter Bewahrung der ursprünglichen Substanz und modernisiert. Und dann hättest du hier ein wunderschönes, renoviertes, mittelalterliches Steinhaus
was auf einen modernen Standard gebracht worden ist. Ja, also finde, das ist ein ganz schönes Beispiel jetzt, um zu sehen, was für Art von Objekte es da gibt. Und wenn man eben das Besondere sucht, wäre das sicher eine interessante Seite, wo man mal stöbern kann. rusticassingulares.com. Und zum Schluss kommen wir zu dem spanischen Pendant von eBay Kleinanzeigen, wie wir es aus Deutschland kennen, und zwar nennt sich das hier milanuncios.com. Das ist wie bei Kleinanzeigen auch eben eine Seite, wo man verschiedene Kategorien hat, aus denen man wählen kann. Das ist hauptsächlich eben von Privatpersonen, die Angebote da reinstellen, und uns interessiert die Immobilien, nämlich Immobiliaria. Also klickst du hier an. Ich finde die Suchmaske leider nicht ganz so nutzerfreundlich wie jetzt die Plattformen, die wir bisher besprochen haben. Man muss sich nämlich immer so ein bisschen durchklicken. Aber ich zeige dir, wie das geht. Ja, hier gehst du dann zu Filter. Also du bist jetzt in dem Immobilienbereich drin. Dann gehst du zu Filter. Dann sagst du in ganz Spanien oder der Ort, wo dich interessiert. Welche Art von Verkäufer? Alle oder nur Privatpersonen oder nur Makler? Und hier bei Immobiliaria sagst du, ja, ich möchte gerne einen Wohnraum suchen, eine Wohnung, und hier eben entweder zur Miete, wenn du eine Wohnung mit jemandem teilen möchtest, also eine WG, oder wenn du eben was kaufen möchtest. Und dann gehst du hier bei Venta und dann kannst du hier angeben, was dich interessiert, wie viele Schlafzimmer mindestens, Preis vielleicht maximal, wie du möchtest, und dann einfach hier auf Ver Anuncios, also Anzeigen. Und dann kannst du hier filtern, nochmal nach zum Beispiel die günstigsten aufwärts. Und hier natürlich dann auch nochmal nach dem konkreten Ort. Das ist jetzt eine allgemeine Suche in ganz Spanien. Genau, also milanuncios.com. Hast du nun Lust bekommen, noch weitere Seiten kennenzulernen? Dann schaue dir gleich noch mein anderes Video an, wo ich dir erkläre, wie du an Objekte aus Zwangsversteigerung rankommst, ohne dass du dafür Spanisch können musst.